München sehen und erleben. Ihre Spezialisten der Augenklinik Theresienhöhe wünschen gute Unterhaltung. Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dem Stadtgespräch. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Es geht um einen Film und dieser Film, der zeigt einen Künstler, der besondere Porträts malt. Dieser Künstler ist Herr Bockelmann, Manfred Bockelmann, und er hat seinen Produzenten mitgebracht. Das ist David Kunert. Beide begrüße ich ganz herzlich. Herr Bockelmann, Sie haben Porträts gemalt. Das sind aber natürlich keine gewöhnlichen Porträts, sondern das sind Porträts einer ganz speziellen Art. Wie würden Sie sie kurz beschreiben? Ich möchte es etwas präzisieren. Ich habe sie nicht gemalt, ich habe sie gezeichnet. Ja. Ich habe sie mit Kohle gezeichnet. Es ist, diese Menschen sind ja schon in der Regel tot. Es handelt sich um Kinder, die durch Hitler getötet wurden in Auschwitz oder überhaupt getötet wurden, nicht nur in Auschwitz. Auch in anderen Konzentrationen? Auch in anderen Konzentrationen, aber auch Euthanasie beispielsweise in den Krankenhäusern Deutschland, auch Österreich, überall, wo die Nazis waren. Für mich ist einfach entscheidend, dass ich Fotos finde von Kindern, die Opfer wurden. Und die Idee dazu, die kommt einfach plötzlich. Das kann ich zwar beschreiben, aber das kann man gar nicht suchen. Ich wollte immer über den Holocaust als Künstler etwas machen, aber ich wusste nicht, wie man das machen kann, wenn man kein Zeitzeuge ist. Zum Glück hat der Herr Kunert mit seinem Filmteam Sie beobachtet, wie Sie da arbeiten. Und wir sehen jetzt auch ein paar Bilder, wie Sie da arbeiten. Wenn Sie Ihre Arbeitsweise kurz beschreiben könnten. Ich arbeite am liebsten in Kärnten in der Scheune. Ich bin ja auf einem Bauernhof groß geworden. Ich habe den Bauernhof übernommen von meinen Eltern. Und die Scheune ist der Ort, da habe ich die totale Ruhe, um eben auch so ein schwieriges Projekt zu zeichnen. Hinzu kommt, dass der Raum selbst schon in einer gewissen Weise eine erweiterte Baracke ist, natürlich. Es ist ein Holzgebäude und ich habe diese Bilder mit Kohle gezeichnet, mit Zeichenkohle. Das bedeutet, die Kohle ist ein sehr brüchiges Material, das einen in der Hand oft zerbröselt. Man muss sich sehr konzentrieren, sie ist widerspenstig. Ich schreibe sozusagen ein Bild von rechts nach links, wie ein Text. Ich beginne mit parallelen Linien und daraus forme ich dieses Porträt. Da ich ja die Kinder nicht lebendig kennengelernt habe, brauche ich Fotos. Das Problem ist, überhaupt diese Fotos zu bekommen. Und ich wusste, ich muss versuchen, über Konzentrationslager an diese Fotos ranzukommen. Ich war mir aber auch gar nicht sicher, ob es überhaupt Fotos gibt. Man sieht Sie jetzt gleich mit einer großen Birkenstange auch Ihre Bilder zu zeichnen. Ja. Ist das zufällig hat diese Birkenstange eine Bedeutung? Die Birken, also ich muss von Anfang anfangen, es war eben vor 2 Jahren eine große Ausstellung im Leopold Museum in Wien und in dem Empfang, einem Raum, der 10 Meter hoch ist, mit riesigen Wänden, wollte ich einen überdimensionierten Kopf zeichnen und habe deshalb Birkenstämme verkohlt. Das habe ich alles selbst gemacht. Die Birkenstämme habe ich von meinem Bauernhof geholt. Und ich habe deshalb die Birkenstämme genommen als Hinweis auf Birkenau. Denn Auschwitz besteht ja aus dem Lager, das festgebaut ist, und aus einem Gelände, auf dem die Baracken standen, aber auch Krematorien, wo hunderttausende Menschen ja zusammengepfercht in diesen Baracken lebten. Und sie konnten immer in diesen Birkenwald blicken. Ja, ja. Herr Kunert,
diese Aufgabe, jetzt einen Film über die Arbeit von Herrn Bockelmann zu machen, da muss man ja auch mit einer großen Sensibilität dran gehen. Wie haben Sie sich beide geeinigt, was man da tun darf und was man nicht tun darf? Ja, wir haben natürlich am Anfang erstmal darüber gesprochen, wie kann man das Thema bildlich auch darstellen. Wo muss man aufpassen, dass man eben nicht in einen Kitsch verfällt oder ja, auch zu pathetisch wird. Und ich glaube, dass wir da beide uns sehr schnell einig waren, dass es eben nicht zu übertrieben sein darf. Wir wollten auch auf jeden Fall vermeiden, Archivbilder zu benutzen. Das war sowohl der Regisseurin als auch uns beiden sehr wichtig, dass man eben keine Leichenberge zeigt, dass man nicht die Bilder sieht, die man schon so oft gesehen hat, weil da ja auch so ein Ermüdungszustand ja auch eintritt beim Zuschauer. Und deswegen sind wir da gänzlich auch ohne ausgekommen. Und das ist, glaube ich, das macht den Film, glaube ich, auch besonders. Darf ich dazu was sagen? Ich hätte normalerweise, wenn so ein junger Mann wie der David auf mich zukommt, das freut mich natürlich, weil das ist ja meine Zielgruppe. Ich zeichne für die jungen Menschen, also für Menschen, die damals Opfer wurden. Also mich interessieren die Jugendlichen und eben auch die jungen Leute. Da muss ich genau hingucken, ist so ein junger Kerl überhaupt imstande, das umzusetzen. Aber ich kannte ihn schon. Er ist der Sohn meines Galeristen hier in München, Stan Kunatsch. Und ich kenne ihn von klein auf, also seit seinem 8. Lebensjahr, schätze ich jetzt mal. Und ich habe ihn beobachtet und er kennt mich, er kennt meine Bilder. Und ich habe gesehen, dass er eine Entwicklung nimmt. Er ist ja in die Filmbranche, er macht ja Filme, Werbung. Und ich habe ihn beobachtet und ich wusste, er kann das machen mit mir zusammen. Das wusste ich. Als Sie Ihr erstes Bild gemalt haben, war Ihnen da klar, dass das für Sie eine unendliche Geschichte wird? Oder wollten Sie eigentlich nur ein bestimmtes Kind am Anfang malen und zeichnen und das war's dann? Also diese Idee plötzlich, die ich einfach hatte, meine Güte, wenn es mir gelänge, Fotos zu bekommen von Kindern, die genau in der Zeit zur Welt kam, als auch ich zur Welt kam. Ich bin ja 1943 geboren, so begann das. Dann könnte ich diese Kinder zeigen. Ich könnte diese Fotos zeigen und ich mit dem Hinweis, man hat mir diese Kinder als Spielkameraden genommen. Sie hätten ja auch Freunde werden können. Und ich hätte ja selber auch unter Umständen, hätte man mich auch ermorden können. Warum hat man mich nicht ermordet? Ja, weil ich unter Anführungsstrichen in der richtigen Wiege lag. Ich habe keinen Sinti- und Roma-Hintergrund. Ich hatte keine Behinderung. Ich war nicht gefährdet. Und darüber, so hat das... Ja. Welche Reaktionen haben Sie denn eigentlich auf Ihre Arbeiten bekommen? Also sind das ausschließlich positive Reaktionen gewesen oder gab es auch kritische und Reaktionen, auf die Sie eigentlich nicht vorbereitet waren? Heutzutage gibt es keine Arbeit, die nicht auch extrem negative Reaktionen hervorruft. Das ist einfach unser Zeitalter. Und das Internet ist ja auch ein Schmutzkübel, da kann ich ja auch alles sagen, anonym, was mir gerade so einfällt. Natürlich gibt es das auch, aber das darf einen überhaupt nicht irritieren. Der Tenor ist überaus bewegend für mich. Ich bekomme eine Belohnung für diese Arbeit, für die ich ja kein Geld nehme. Aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich bekomme unglaubliche Reaktionen, die mich wirklich auch emotional sehr tief bewegen. Und ich freue mich, dass ich so viel erreichen konnte damit. Ja, das ist ja auch ermutigend. Also ja, es ist das ja ermutigt wirklich ermutigt mich, einen ja auch weiterzumachen. Und Manfred sagt ja auch, er möchte ja weitermachen, solange er Vorlagen bekommt und solange er zeichnen kann. Ja. Wie bewegend das auch für die Betroffenen ist, die ihre Bilder sehen und damals sozusagen überlebt haben und
nicht in die Gaskammern geschickt wurden, sondern aus irgendwelchen zufälligen Gründen Auschwitz überlebt haben. Das haben Sie sehr beeindruckend in Ihrem Film dargestellt, als Sie zu dieser einen, als Sie zum Beispiel diese ganzen Leute interviewt haben, wie es Ihnen damals in Auschwitz ergangen ist. Schock. Stehen auf der Rampe, ganz still. Plötzlich ein wahnsinniger Lärm. Die Türen wurden aufgerissen und schnell, schnell raus. Dann mussten wir in Fünferreihen uns aufstellen und an einen SS-Mann vorbeimarschieren. Und da wurden wir ausgesucht, Leben oder Tod. Total confusion. Tremendous beam lights hit us. German dogs are barking at us. The Nazis were running around. Heraus, heraus! Obersturmführer Fritz przywitał nas i powiedział, że z tego obozu nie ma innego wyjścia, tylko przez komin. No nie bardzo wtedy wiedziałem, co to znaczy wyjście przez komin. Kazano się rozebrać ze wszystkich szmaty, które się miało na sobie. Widziałam stare kobiety, młode kobiety z pięknymi piersiami, z wiszącymi piersiami, z małym brzuchem, z dużym brzuchem, z krwią, która się lała między udami. Był taki gwar, takie jęczenie, ryk, płacz, zgrzytanie zębami. No była fatalna sytuacja, bo zdawało nam się, że za chwileczkę my się wszyscy znajdziemy w tej saunie, gdzie puszczano cyklon. Herr Bockelmann, wie haben Sie denn eigentlich diese Leute gefunden, die dann diese, ja, diese Beschreibung, die wir eben gesehen haben, Ihnen sozusagen in die Kamera gesprochen haben? Also die erste Begegnung war eine zufällige Begegnung in Kärnten. Ein Überlebender, der jetzt in Australien lebt, man darf ja nicht vergessen, die Menschen, die überlebt haben, haben das Land verlassen, ist zurückgereist nach Kärnten, um den Ort des Schreckens einmal wenigstens zu besuchen. Er war in einer Außenstelle von Mauthausen und er ist durch einen Historiker, der sich um ihn gekümmert hat, auf mich aufmerksam gemacht worden. Und dieser Historiker hat mich gebeten, ob er mich nicht besuchen kann mit ihm. Und er kommt zu mir in die Scheune. Und es hängt ein Bild von ihm, ein Kinderbild von ihm. Das wusste er nicht. Und er kommt rein und sieht dieses Bild, aber er sieht noch andere Bilder. Er wusste natürlich sofort, was da Sache ist. Und diese Form des Dankes kann man schwer beschreiben. Das war eine Sache ohne Worte, aber mir ist bewusst geworden, er war zutiefst bewegt, dass jemand ohne Auftrag, aus eigenem Antrieb, irgendwo in Kärnten auf dem Land so etwas macht und ihn zeigt. Hat er ihn denn gleich vertraut? Ich meine, er wusste ja gar nicht, dass das Bild. Er hat diese Bilder gesehen, ist ein ganz großer 86-jähriger Mann, also ein Riese von einem Mann, hat mich einfach mit seinen Armen umschlungen, wortlos, und hat mich an sich gedrückt. Und das war einfach unvorstellbar für mich. Es gibt Situationen, wo eben, die Sie dann auch gefilmt haben. Da muss man ja auch sensibel sein. Muss man sich ja auch zurückhalten, damit sozusagen das Kamerateam nicht alles erschlägt, was da in dem Raum passiert. Also wenn man damit zu viel Licht arbeitet, dann ist es ja auch nicht mehr die ursprüngliche Situation, die man gerne hätte. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Also im Dokumentarfilm ist es ja prinzipiell wirklich so, dass man die Situation so ergreift, wie sie einfach, wie man sie antrifft. Das heißt, so wenig wie möglich gestellt. Also wir arbeiten mit Available Light, also Licht, das zur Verfügung steht, ein Tageslicht oder eben in einem Raum. Und gerade jetzt so bei den Treffen, also bei den Szenen mit Manfred und Überlebenden, war es uns natürlich immer ganz wichtig, dass Manfred auch die Person vorher nicht trifft. Also dass es wirklich der erste Moment ist. Also deswegen waren wir immer bemüht, die beiden auseinanderzuhalten, sowohl bei einer Szene in Auschwitz wie auch später in dem Film noch zweimal. Und das werden wir vielleicht auch noch sehen. Und da ist dann die Magie eben, dass wir tatsächlich unsichtbar sind. Ja. Und ich glaube, Tobias Kortz, unser Kameramann, der hat da wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl dafür. Wie mache ich mich so unsichtbar wie möglich? Ja? Also er war, glaube ich, für euch am Ende gar nicht mehr zu spüren. Ne? Er war nicht zu spüren. Und das Interessante natürlich, wenn man mit Menschen im höheren Alter zusammen ist und so eine Sache bespricht, die ja für diese Menschen noch viel emotionaler ist, dass sie zurückfallen in die Erinnerung. Man kann nichts wiederholen. Es ist aussichtslos. Ja. Er würde sagen, ich habe es doch gerade erzählt, warum soll ich es jetzt noch mal erzählen? Es funktioniert nicht. Aber haben Sie auch festgestellt, dass gerade ältere Menschen, wenn sie sich an ihre Jugend erinnern, eine sehr präzise Erinnerung haben im Vergleich zu dem, was vielleicht gestern oder vorgestern war? Vollkommen richtig. Das stelle ich bei mir selber inzwischen auch fest. Nein, es ist unglaublich bewegend dadurch auch für mich. Es war für mich auch emotional, da ich ja im Hinterkopf immer wusste, dass das ja auch aufgezeichnet war, war das für mich oft schwierig, dass ich die Fassung nicht verliere. Schön kommt das auch zum Ausdruck, wie Sie durch diese Bildergalerie durchgehen, ja. und die Bilder, diese Fotos, die ja von der SS oder NS gemacht wurden, durchgehen und sich diese Bilder anschauen. Das wollen wir uns gerade mal angucken. Das waren Kinder, die vernichtet werden sollten durch Arbeit. Also die wurden ausselektiert, nicht gleich ins Gas. Deshalb wurden sie fotografiert. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie da lang gegangen sind? Wissen Sie, wenn ich Fotos sehe, dann sehe ich die anders wie Normalbürger, sage ich mal, da ich selber fotografiere. Und dadurch ist die Situation für mich viel realer. Wenn ich ein Foto sehe, sehe ich auch die Umgebung. Ich habe eine Ahnung, ob da ein Licht steht, wie der Raum ist. Und dadurch bewegt mich das enorm. Also wenn ich diese Fotos sehe, sehe ich schon auch mein Bild später. Ich stelle mir vor, dass es doch schwierig ist, da auszuwählen. Wie haben Sie denn Ihre Auswahl getroffen? Welche von diesen Fotos Sie zu diesen, wie groß sind die Bilder, drei Meter? Die sind 150 cm hoch und 110 cm breit. Das ist also wirklich ein überdimensioniertes Porträt. Ich kann diese Bilder nur finden, indem ich die Karteien durchsehe. Es gibt keine Ordnung nach Alter. Die Opfer werden einfach zusammengefasst. Aber man sieht, ein junges Gesicht kann man erkennen. Ich höre in der Regel mit dem 18. Lebensjahr auf. Ich muss mir selber eine Grenze setzen, denn es sind ja unfassbar viele Menschen zu Tode gekommen. Und ich suche einfach die jugendlichen Gesichter oder Kindergesichter. Wenn wir jetzt gleich zurückkommen, dann würde ich gerne mit Ihnen darüber reden. Sie mussten ja auch über Ihre eigene Vergangenheit mit denen sprechen, die Sie da porträtiert haben, wenn Sie dann überlebt haben, beziehungsweise mit den Geschwistern. Und mich würde dann interessieren, wie die mit Ihnen umgegangen sind.
der Sie ja nun einer Generation entstammen, die deren Väter mitschuldig daran waren, dass dieses System entstehen konnte. Spannend geht's jetzt weiter. Das Stadtgespräch wird präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe. Ja, ich unterhalte mich mit Herrn Bockelmann und Herrn Kunatsch über Porträts der Kinder des Holocaust. Sie malen von Fotos Bilder, die über einen Meter groß sind, von Kindern, die im Holocaust umgekommen sind. Haben allerdings natürlich auch Kontakt mit deren Geschwistern, wenn sie dann überlebt haben, oder Bekannten, wenn sie auf die treffen und sich mit denen über die ihre eigenen Eltern unterhalten. Ihr Vater war Bürgermeister in Österreich. Wie begegnen Sie solchen Gesprächen? Ich muss dazu sagen, dass ich mir 3 Jahre Zeit gegeben habe, bevor ich die Bilder in die Öffentlichkeit gebracht habe. Ich habe gewusst, wenn ich damit in die Öffentlichkeit gehe, wird es unter Umständen Fragen geben, auf die ich nicht vorbereitet bin. Speziell die eigene Vergangenheit der Familie. Das war ja eine Generation, die nach dem Krieg geschwiegen hat. Nicht unbedingt, weil sie was zu verbergen hatte, sondern weil sie einfach so froh waren, alle, dass sie überlebt hatten. Jeder war froh. Und dass man irgendwie nach vorne schauen muss. Es war einfach ein Albtraum, diese Zeit, für alle, mehr oder weniger. Und ich habe dann recherchiert, erstmal in der eigenen Familie. Ich wollte einfach nicht überrascht werden, indem ich plötzlich erfahre, dass mein Vater einer der ersten Parteimitglieder war. Hätte er sein können. Ich wusste, dass er Parteimitglied war. Und ich habe einen Historiker beauftragt, alles rauszufinden, was er finden kann. Gott sei Dank hat er gar nichts gefunden, außer dass mein Vater ist 1939 zur Partei gegangen, aber das war eben aufgrund auch des Druckes der Partei, die haben gesagt, sie sind jetzt Bürgermeister in dieser Gemeinde und sie sind ein Vorbild. Und mein Vater hatte Angst, wie alle. Er wollte einfach nicht auffallen. Er war ein Mitläufer. Also sippenhaft in dem Sinne gibt es ja zum Glück in Europa nicht. Aber was ja oft auch hier in Deutschland diskutiert wird, wenn man über Österreich spricht und gerade auch die Zeit des Nationalsozialismus, da gibt es Stimmen, die sagen, in Österreich ist das eigentlich nie so richtig aufgearbeitet worden wie in Deutschland. Also in Deutschland hat man ja intensiv die Zeit, bis heute wird die aufgearbeitet. Wie sehen Sie das? Das stimmt vollkommen. Wir haben in Österreich einen Politiker, der heißt Strache. Der wird immer stärker. Der hat fast bald, wenn es so weitergeht, wird dann irgendwann Kanzler. Da muss ich mir echt überlegen, ob ich nicht mich um die deutsche Staatsbürgerschaft ansuche. Ich habe da gute Chancen, die zu bekommen, da ja meine Familie mehr oder weniger alle aus Deutschland kommen. Die Österreicher haben diese Zeit nicht aufgearbeitet, denn sie haben sich als Opfer deklariert. Der Hitler ist einmarschiert, aber da redet natürlich niemand, dass alle an der Straßenseite gestanden sind und sich gefreut haben. Sie konnten sich so davon machen und deshalb gibt es immer noch in einer Generation, die meine Elterngeneration, aber das sind nun wirklich sehr alte Leute, die verschwinden langsam. Ja. Sie haben einen Filmclip, den ich also sehr interessant finde, die Helga Polakinski. Die kommt in einen Raum rein und das ist so eine Szene, wo wir ein bisschen früher schon drüber geredet haben, wo die Kamera ja wirklich nicht auffallen kann, weil sonst diese Emotionalität gar nicht entsteht. Das wollen wir uns gerade mal angucken. Sie sieht jetzt hier zum ersten Mal ihre Freundin. Ihre Freundin, die Sie also zum letzten Mal vor... Ja, in quasi Theresienstadt gesehen hat. Die sind dann von Theresienstadt alle nach Auschwitz gekommen und die hat Auschwitz nicht überlebt. Und ich zeige Ihnen jetzt hier noch mein Atelier. Hier habe ich das Atelier. Das ist,
Da vorne habe ich die das Malwand. Das ist Häschen. Häschen. Ist sie's? Sie ist es. Wir haben sie Häschen genannt. Also auf. Ach, es ist doch. Wegen der Zähne. Aber sie war so klein, sie hatte keine Überlebenschance. Sie war klein und zart. Sie hat einen älteren Bruder gehabt und die Eltern haben ihm gesagt, er soll auf sie aufpassen. Ja, und wie sie dann weggekommen ist und er überlebt hat, hat er sich nicht getraut, wie er nach Israel kam, zu seinen Eltern zu gehen. Mein Gott, ja. Ich war sehr überrascht, sie zu sehen. Sie hat so einen schönen Ausdruck. Es war für mich fast lebendig. Sie lächelt mich direkt an. Also es ist etwas sehr Lebendiges für mich, das Bild. Herr Bockelmann, wie war das für Sie, als Sie nach dieser Szene? Für mich ist ganz entscheidend, ob die Ähnlichkeit da ist. Wissen Sie, wenn ich ein Porträt zeichne, das war für mich immer die Überlegung. Wenn jemand den Raum betritt und diesen Menschen kannte, da muss er ihn wiedererkennen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Oder wenn ich die Bilder austauschen kann, ohne dass man das merkt, weil es sind eigentlich alle sehr ähnlich, logischerweise, durch dasselbe Gewand und zum Teil keine Haare. Und das war für mich die Bestätigung, dass meine Arbeit funktioniert, dass es mir gelingt, die Menschen so zu zeichnen, wie sie wirklich waren. Wie haben Sie das erlebt, diese Fotos? Ist das für Sie, also was Sie jetzt angesprochen haben, dass Sie sich alle sehr ähnlich sehen? Ja? Also ich habe das nicht so empfunden. Also für mich ist da doch sehr viel Persönlichkeit, sowohl in den Fotos wie auch in Ihren Zeichnungen. Wie haben Sie das erlebt? Also ich finde auch, dass in den Bildern sehr viel Individualität da ist und das macht es ja so besonders, dass man wirklich den Einzelnen erkennen kann, dass man sofort die Features, auch die Gesichtszüge sofort erkennt, also diese hohe Qualität auch des Porträts. Und ich finde nicht, dass die sich ähneln. Also ich habe das auch so empfunden. Und auch als ich das erste Mal, als ich das erste Porträt gesehen habe, also nicht das erste, das gemacht wurde, aber als Manfred mir das zum ersten Mal gezeigt hat, ich habe den Text gelesen, der daneben stand und eben das Schicksal des Kindes. Und ich konnte nur weinen, ja, weil man kann da nur weinen, wenn man das Lied liest und wenn man darüber nachdenkt, das hätte auch mein Sohn sein können. Ja. Und Sie haben dann auch andere für das begeistert, was Sie gemacht haben oder was Sie natürlich immer noch machen. Unter anderem den, ja, man kann wirklich sagen, den weltbekannten Künstler André Heller. Da würde mich auch mal interessieren, wie hat er das empfunden, als er zum ersten Mal Ihre Bilder gesehen hat? Wie haben Sie ihn dazu bekommen? Wir sehen jetzt gleich noch einen Clip, dass er sozusagen die Anmoderation für eine Ausstellung gemacht hat. Es gab ein Porträt in Österreich über meine Malerei. Am Ende dieses Porträts, ich hatte damals gerade angefangen mit dem Zeichnen, sieht man mich in Verbindung mit diesen Bildern. Das war nur kurz. Ich spreche das nur ganz kurz an. Und der Heller hat das gesehen, dieses Porträt, und hat mich sofort angerufen. Ich kannte Heller natürlich, aber nicht wirklich privat. Man hat sich schon zwischendurch begegnet, aber es gab kein Gespräch. Und er hat sich gemeldet bei mir telefonisch und hat gesagt, ich habe das gerade gesehen. Ich bin überwältigt von diesen Zeichnungen, die ich da im Hintergrund gesehen habe. Und ich möchte alles tun dafür, dass diese Zeichnung einen größeren Kreis. Ich brauche mich nur melden bei ihm. Ich bin sofort bereit dafür, alles zu tun. Das war die erste Reaktion und dann habe ich mich erinnert, anderthalb Jahre später, als ich ins Museum, habe ich ihn angerufen, habe gefragt, ob es dabei bleibt und natürlich, und dann hat er das gemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Manfred Bockelmann ist diesem magischen Auftrag, den Blick nicht abzuwenden, gefolgt.
wenn diese Türen aufgehen, meine Damen und Herren, ziehen Sie sich warm an. Wie in Zeitlupe kommt man rein und es ist so intensiv, weil das einfach Leute sind, die eigentlich so sind wie wir. Man sieht nahezu lebenden Menschen in die Augen. Man kann diese Gesichter auch fast spüren. Man fühlt sie. Man steht davor und man denkt, mein Gott, das hätte ich sein können. Ja, das sind Gesichtszüge, die erkenne ich bei mir wieder oder bei meinen Freunden. Herr Bockelmann, eigentlich sollte man nur über Ihre Arbeit sprechen. Das hätte ich auch getan, wenn Sie nicht selber in Ihrer Dokumentation Ihren Bruder mit eingeflochten hätten. Das ist auch... Ich habe ja keinerlei. Nein, aber ich finde die so beeindruckend, Ihre Arbeit, dass das also völlig für sich alleine steht. Aber man kann sich seinen Bruder nicht aussuchen, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich habe da großes Glück gehabt, muss ich sagen. Der ist Udo Jürgens, den wir alle kennen, der vor kurzem verstorben ist leider. Auch da, wie Ihr Bruder auf diese Arbeit reagiert, das können wir uns gleich in dem Film noch mal angucken. Aber wie war das, dass Sie so beide als Künstler nebeneinander her gearbeitet haben? Wir haben uns immer natürlich beobachtet und auch darüber gesprochen. Das war eine besondere Form der Verbindung. Das kommt dadurch, dass wir in einer bürgerlichen Familie, in der es überhaupt keine Künstler gibt, die einzigen waren. Und noch dazu Brüder. Dadurch gab es von Anfang an Gespräche, die er nur mit mir führen konnte und ich auch nur mit ihm. Und dadurch gab es eine besondere Nähe. Nur das Holocaust-Projekt habe ich ihm nicht gezeigt am Anfang. Ich wollte nicht so viele auch Menschen verängstigen mit diesem Programm. Weil wenn das nicht wirklich gelingt, ist es furchtbar. Man kann das nur machen, wenn es überzeugend ist. Das war mir immer klar, von Anfang an. Und deshalb habe ich mir Zeit genommen. Ich habe dann peu à peu meine Freunde eingeweiht und habe sie genau kontrolliert, auch die Reaktion, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Aber Udo hat diese Bilder das erste Mal wirklich erst in der Ausstellung gesehen. In dem Filmclip, den wir jetzt gerade sehen. Inwieweit, glauben Sie, hat der Name, die Verwandtschaft zu Udo Ihnen genützt? Sie hat mir künstlerisch genützt, weil ich die Gespräche von klein auf mit ihm hatte. Er war ja älter als ich, um 9 Jahre. Und als ich Kind war, war er schon Jugendlicher, weil er ein extrem ambitionierter Musiker. Und ich habe ja von klein auf auch gemalt, eben in einer besonderen Weise schon. Und wir haben uns, er war mein Kunsterzieher, weil die Musik und die Malerei ist in der Theorie dasselbe. Also ich konnte damit sehr viel anfangen. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal anschauen, wie er das empfunden hat, als er sich Ihre Ausstellung angeschaut hat. Mein Bruder ist ein unverbesserlicher Demokrat, genau wie ich. Wir haben in der Familie eine große Begeisterung für Kultur und für ein Leben mit der Kunst. Weil unsere Eltern mir immer gesagt haben, dort wo Kunst ist, wirst du die Gewalt nicht finden, wirst du das Unrecht nicht finden. Du wirst automatisch Mitgefühl finden mit dem Schwächeren. Und diese Kinder, die hier abgebildet sind oder gezeichnet sind, dass sie jetzt auf diese Art und Weise zurück in die Erinnerung und ins Licht geholt werden, das ist sein Werk und das kann man nicht hoch genug schätzen. Ja, was fällt Ihnen denn dazu ein, zu dem, was er da jetzt gesagt hat in dem Beitrag? Was mich sehr bewegt hat, ist seine Erschütterung. Er war unglaublich erschüttert, als er diese Bilder gesehen hat. Ich bin ja, bevor die Ausstellung eröffnet war, es war eine Stunde vorher und 1000 Leute kamen zur Vernissage angemeldet, bin ich mit ihm alleine durch die Ausstellung gegangen. Und er war einfach zutiefst bewegt. Und was mich im Nachhinein, jetzt, wenn ich das sehe,
auch in einer gewissen Weise auch erschüttert ist, dass er am Schluss sagt, er ist so traurig darüber, dass meine Eltern das nicht sehen konnten. Das hätte er sich gewünscht. Und ich muss einfach jetzt sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er es überhaupt gesehen hat, weil er hat danach nicht mehr lange gelebt. Wie glauben Sie denn, hätten Ihre Eltern auf diese Bilder reagiert? Stolz ist leider Gottes nicht der richtige, sie wären im besten Sinne stolz gewesen, ja. Und bei den meisten Künstlern ist es doch so, dass sie dann ein Projekt auch abschließen. Das ist bei Ihnen und diesem Projekt anscheinend nicht der Fall. Warum? Das kann man nicht, weil ich ja etwas mache, etwas ganz Besonderes. Ich hole junge Menschen zurück in die Erinnerung. Diese Menschen waren ausradiert. Die gab es nicht mehr. Die gab es nur noch in einem Karteikasten. Aber in diesem Karteikasten sind nur ganz wenige drin im Vergleich zu den ungeheuren Zahlen, Opferzahlen. Und ich merke jetzt, dass ich mit jedem Bild, das ich zeichne, jemanden zurückhole in die Erinnerung. Und darum geht es mir. Ich kann gar nicht aufhören. Herr Bockelmann, manche Menschen können sich nicht vorstellen, dass man diese Art von Arbeit macht und das nicht mit irgendeinem Gewinn verbindet. Das antworten Sie denn? Ich habe einen rein ideellen Gewinn. Ich wollte einfach auch in den Spiegel schauen. Ich wollte mit diesem Thema kein Geld verdienen. Also mit einer Sache, die uns alle so traurig macht. Und das dann in bare Münze umzuwandeln, das widerspricht mir einfach. Dazu ist mir das Thema einfach zu ernst. Herr Kunertsch, Sie reisen jetzt mit dem Film von Filmfestival zu Filmfestival. Was erleben Sie da für eine Resonanz? Ganz wunderbar. Also wir hatten ja die Weltpremiere in München auf dem Dogfest, auch noch an einem ganz besonderen Tag, am 8. Mai, 70 Jahre nach Kriegsende. Und allein die Premiere war schon wirklich wahnsinnig bewegend. Wir hatten einen ausverkauften Audi Max in der HFF und mit über 300 Zuschauern. Und die Zeitzeugen sind angereist, die Frau Paula Kinski und die Frau Horowitz aus Polen. Und mit Standing Ovation, also es war wirklich, wirklich hochbewegend. Und dasselbe habe ich jetzt auch vor ein paar Wochen auch wieder erlebt in Mazedonien. Wir freuen uns auch auf die nächsten Festivals, die jetzt anstehen. Und wir hoffen, dass das so weitergeht und dass es noch viele Festivals gibt, wo wir den Film auch zeigen können, auch international. Ja. Und Herr Bockelmann, macht Sie die Arbeit aber nicht auch traurig oder auch depressiv? Das Thema ist unglaublich traurig und dramatisch, zumal ich natürlich auch erkenne, dass wir Menschen nicht aus der Geschichte lernen, leider Gottes. Wenn man weiß, dass nach dem Krieg, in den unzähligen kleinen Kriegen, mehr Menschen bis jetzt gestorben sind als in dem Zweiten Weltkrieg, also das glaubt man ja alles gar nicht, das zeigt mir, dass wir nicht lernen. Das macht mich traurig. Aber ich bin im Grunde genommen, zweifle ich jetzt nicht mehr an meiner Arbeit als Künstler. Wissen Sie, man muss sich fragen als Künstler, ob es wirklich so wichtig ist, dass man ein Bild nach dem anderen malt, das ja in der Regel dann auch irgendwann unter Umständen über dem Sofa hängt, passend zu den Farben des Raumes. Und da kann man sich schon mal fragen, aber hier, diese Frage stelle ich mir nicht mehr. Was passiert aber mit den Bildern? Ich meine, Sie haben, wie viele haben Sie jetzt schon gemacht? Ich habe ungefähr 125 Porträts gemacht bis jetzt. Und was passiert mit denen? Ich kann gar nicht alle bis jetzt zeigen gleichzeitig. Ich könnte drei große Ausstellungen gleichzeitig zeigen. Aber ich habe mir Folgendes vorgenommen. Ich will, dass diese Bilder gesehen werden, speziell von jungen Menschen, in Schulen, in Universitäten. Ich werde bis zu meinem 80. Lebensjahr, das dauert jetzt noch 8 Jahre, dann werde ich dieses Programm beenden, diese Tour. Und dann werde ich alle Bilder stiften an eine Gedenkstätte. Am liebsten wäre mir Auschwitz, weil das war der Ort, wo die meisten, 90% auch ermordet wurden.
Also es ist ein sehr ergreifendes Projekt, was Sie da angefangen haben, muss man ja sagen, wenn Sie also jetzt noch 8 Jahre daran weiterarbeiten. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie uns da einen Einblick mal gegeben haben in Ihre Arbeit und wie dieses Projekt zustande gekommen ist. Herzlichen Dank dafür. Und unseren Zuschauern danke ich fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran, das Programm bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. München sehen und erleben. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe.